Das Erste, was durch den Kopf geht, ist das Team bereit machen. Man hat noch nicht gewusst, was es genau, wie schlimm es ist, was es bedeutet. Man hat einfach gewusst, es ist sicher schlimm. Die InfoGuard AG aus Baar ist nominiert für den Preis SVC Zentralschweiz. Ihre rund 200 Spezialistinnen und Spezialisten für Cybersecurity schützen die Firmen von Bedrohungen aus dem Netz. Rund um die Uhr überwacht das Team die digitalen Einbruchssicherungen. Und im Notfall steht ein Interventionsteam parat. Leiter der schnellen Eingreiftruppe ist der Ernesto Hartmann. Fast täglich werden die Schweizer Firmen Opfer von Cyberangriffen. Anfang Januar 2022 trifft es die CPH-Gruppe mit ihrer Papierfabrik in Perlen. Der IT-Verantwortliche Hans-Peter Aregger erinnert sich gut am Moment, wo sein Team Alarm geschlagen hat. Das erste Mal grösste Frustration. Und dann nachher haben wir natürlich sofort reagiert. Das heisst, wir haben rund anderthalb Stunden nach dem Vorfall den Alarm gehabt. Und rund eine Stunde später haben wir hier an dem betroffenen Standort bereits alle Systeme abnehmen. Das war mitten in der Nacht, also Grössenordnung halb drei. Dann haben wir alle Netzwerkverbindungen gehabt, alle Server gestoppt und durch das können weiteren Schaden verhindern. Stecker sind gezogen, die CPH-Gruppe steht still. Ihren Hilferuf erreicht Ernesto am Freitag. Ja, also das Erste, was durch den Kopf geht, ist, das Team bereit machen, sich zu organisieren. Wenn es am Freitag ist, eben, dann weiss man, okay, am Wochenende wird geschafft, wird intensiv geschafft. Sein Kriseninterventionsteam, das sind rund ein Dutzend Cyber-Experten, spezialisiert auf die Hilfe bei Hackerangriffen. Sie sehen sich auch gerne als Feuerwehr, die ausrückt, wenn es im digitalen Raum brennt. Adrenalin ist immer dabei. Die ersten 24 Stunden sind sehr relevant. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man rausgeht, man weiss nicht, was die Situation ist, dass man relativ schnell die Situation erfassen kann. Und da hilft natürlich auch, wenn man ein bisschen Adrenalin im Spiel hat. Die Situation bei CPH hat das Team von Ernesto schnell erfasst. Es ist ein klassischer Fall von einer Ransomware-Attacke. Kriminelle Hacker dringen dabei in ein Netzwerk ein, verschlüsseln Daten und fordern Lösegeld für die Entschlüsselung. Im Fall der Perlenpapier bedeutet das den weltweiten Stillstand von ihrer Produktion. Das macht schnell Schlagzeilen. Vor allem Zeitungsverlage machen sich Sorgen. Das Perlenpapier ist nämlich der einzige Zeitungspapierhersteller in der Schweiz. Zeit ist ein entscheidender Faktor. Der Druck aufs Team ist in so einem Krisenfall gross. Es ist auch so, dass man lernt, mit dem Druck umzugehen, je mehr Fälle das man macht. Ich mag mich noch gut erinnern, die ersten Fälle, die ich gemacht habe, war ich hypernervös. Aber ich glaube, dass die Professionalität die kommt mit der Anzahl der Fälle. Bei der digitalen Feuerwehr ist man sich den Druck also gewöhnt. Und auch, dass es an einem Wochenende mal nicht so läuft wie geplant. Ich hatte dort andere Pläne. Also gerade an diesem Wochenende war noch das Adelboden-Skirennen. Und ich wusste, am Samstag bin ich zu Adelboden und dann im Odermatt zugejubelt. Ja! Beim zweiten Lauf konnte ich leider nicht mehr dabei sein, weil ich in einem Krisen-Call war. Der Ernesto arbeitet seit über 10 Jahren bei der InfoGuard. Auch zuhause und an den Wochenenden ist er permanent auf Abruf. Und 16, 17 hatte ich ein recht Problem mit dem Schlafen. Ich hatte sehr grossen Stress. Da habe ich etwas gesucht für einen Ausgleich, damit ich mich ablenken kann. Ablenkung findet der Familienvater als Hobbykoch. Auf seinem Smoker braucht das Fleisch mehrere Stunden, bis es perfekt ist. Eine Entschleunigung, die Ernesto bewusst gesucht hat. Wenn ich jetzt am Spare Ribs zubereiten bin und da kommt eine Dringlichkeit aus dem Geschäft rein, dann kann ich schnell weggehen. Ich nehme dann da meinen Thermostat mit und dann habe ich immer die Temperatur unter Kontrolle und kann so die Dringlichkeit abarbeiten und kann dann nachher wieder zurückkommen und an meinem Fleisch weiter zaubern. Der Ernesto hat seine Strategie gefunden, um auch bei extrem dringenden Angelegenheiten wie einem Cyberangriff entspannt zu bleiben. Die Eigenschaft hat auch das Perlenpapier geschätzt, wo bei ihnen alles drunter und drüber gegangen ist. Die wichtigste Unterstützung am Anfang war, im ersten Moment ging es noch gar nicht um Technik gegangen, sondern einfach darum, uns eine gewisse Ruhe reinzubringen und auch eine kleine Sicherheit zu geben, dass wir nicht die Einzigen sind, wo das passiert ist. Und auch, dass man durchaus kann aus dem Sumpf rauskommen. Und das war im ersten Moment rein emotional wichtig, für mich persönlich, aber auch für das ganze Team, dass man einfach gewusst hat, ja, es gibt tatsächlich ein Licht am Ende des Tunnels.
Tag und Nacht haben Spezialisten gearbeitet, bis 5 Tage später die Produktion wieder anlaufen konnte. Ein gutes Jahr nach dem Angriff trifft sich Ernesto regelmässig mit Hans-Peter Anrecker für Service-Meetings. Wenn man betroffene Unternehmen, auch betroffene Leute aus dieser Krise herausführt, die Dankbarkeit, die uns gezeigt wird, das ist das, was uns anspornt. Das ist das, was uns auch die Energie gibt, dass wir dann auch das nächste Mal wieder uns die Nacht um die Ohren schlagen und die Unternehmen so unterstützen. 160 Fälle wie der von der CPH hat Ernesto und sein Team bei der InfoGuard das letzte Jahr gemanagt. Die Zahl zeigt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ernesto mit seiner Feuerwehr das nächste Mal ausrücken muss.